Was ich wirklich schlimm finde, ist, was das Alter aus einem Menschen machen kann. Da wird eine weltberühmte Eiskunstläuferin wie Katharina Witt zur Moderatorin einer Show mit Dicken, die abnehmen sollen. Und nicht einmal mit prominenten Dicken. Oder wenigstens ex-prominenten Dicken. Wäre doch auch möglich. Irgendwelche Schlagersänger, die keiner mehr kennt und die sich aus lauter Frust fett gefressen haben und jetzt noch mal zwei Chancen kriegen. Auf Comeback und abnehmen. Nee, nur irgendwelche Problemfälle, wo man sich fragt, wenn die nicht die ganze Zeit gegessen hätten, was hätten die sonst angestellt? Einen schönen Trost hat Katharina Witt. Sie hat zwar nicht genug trainiert, um noch Eiskunst zu laufen, aber doch genug, um nicht selbst so dick geworden zu sein. Morgen geht's weiter.